Mein Name ist Michael Frisch, ich bin Direktkandidat der Alternative für Deutschland im Wahlkreis 25 in Trier und kandidiere auf Platz 4 der Landesliste der AfD. Meine landespolitischen Schwerpunkte sind die Familien- und Bildungspolitik und sollte ich in den Landtag gewählt werden, werde ich mich auch besonders um diese beiden Bereiche kümmern. Haben Sie auch das Gefühl, dass vieles schief läuft in unserem Land? Glauben Sie auch, dass es so nicht weitergehen kann? Sind Sie auch der Meinung, dass die seit Jahrzehnten von den Altparteien beherrschte Politik sich so weit von unserem Volk entfernt hat, dass die Sorgen und Nöte der Menschen nicht mehr ernst genommen werden? Bei der Landtagswahl am 13. März haben Sie zum ersten Mal wieder die Chance, eine echte Alternative zu wählen, die Alternative für Deutschland. In der AfD haben sich Bürger aus der Mitte der Gesellschaft zusammengeschlossen, die in ernster Sorge angesichts der politischen und wirtschaftlichen Fehlentwicklungen Deutschlands Verantwortung übernehmen wollen. Spätestens die europäische Schuldenkrise sowie die völlig verfehlte Asyl- und Einwanderungspolitik hat uns davon überzeugt, dass die Altparteien zu einer nachhaltigen, transparenten und bürgernahen sowie rechtsstaatlichen Politik nicht mehr imstande oder nicht mehr willens sind. Mit einem alternativen Programm treten wir daher an für eine grundsätzliche politische Wende. Als konservative, freiheitliche und patriotische Partei möchten wir eine vernünftige, am Wohl unseres Landes und nicht an Ideologien, Lobbyinteressen oder Machterhalt orientierte Politik. Und dies nicht nur in Sachen Euro-Rettung oder in der sich dramatisch zuspitzenden Asylkrise, sondern in nahezu allen wichtigen Politikfeldern. Denn auch in der Familien- und in der Bildungspolitik liegt vieles im Argen. Eine konzeptlose und unsoziale Energiewende wirft zunehmend Probleme auf. Die innere Sicherheit ist nicht nur durch den islamistischen Terror bedroht. Die Schuldenproblematik des Landes ist nach wie vor ungelöst und die Infrastruktur zerfällt zusehends. Vor allem aber wollen wir dem eigentlichen Souverän unseres Landes, dem Volk, wieder Geltung verschaffen. Denn aus der angestrebten Volksherrschaft ist in vieler Hinsicht eine Parteienherrschaft geworden. Die oft beklagte Politikverdrossenheit ist letzten Endes eine Abkehr von den Parteien und ihren Repräsentanten, von denen sich viele Menschen nicht mehr vertreten fühlen. Demgegenüber wollen wir die Demokratie stärken, indem wir auf allen Ebenen den Bürgern wieder mehr Macht geben, über ihre eigenen Belange zu entscheiden. Nur so können wir die Menschen dafür gewinnen, gemeinsam die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Rheinland-Pfalz braucht am 13. März 2016 eine neue Kraft, die festgefahrene Strukturen und Parteienfilz aufbricht, eine starke Opposition, die echte Alternativen statt politischem Einheitsbrei serviert. Rheinland-Pfalz braucht die Alternative für Deutschland. Zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr hat der Bundesparteitag der AfD kürzlich in Hannover beschlossen, diesen einstimmig abzulehnen. Wir sind der Auffassung, dass die Erfahrungen von Einsatz militärischer Mittel gerade in den Ländern des Nahen Ostens gezeigt hat, dass auf diesem Wege kein Frieden und keine nachhaltige Sicherheit für die Menschen hergestellt werden kann. Ganz im Gegenteil, jede Intervention, gerade mit militärischer Option seitens des Westens, hat größere Probleme geschaffen, hat insbesondere die dort lebenden Menschen in größere Schwierigkeiten, in große Not gestürzt, was ja nicht zuletzt auch dazu geführt hat, dass wir nun eine so große Flüchtlingswelle aus diesen Ländern erleben. Wir sind der Auffassung, dass man mit Krieg und kriegerischen Mitteln keinen Frieden herstellen kann, obwohl wir nicht grundsätzlich militärische Einsätze zur Befriedung von Ländern ablehnen würden. Aber in diesem Fall sehen wir kein Konzept, wir sehen keine klare Zielführung und haben die große Sorge, dass damit die Situation in diesen Ländern weiter destabilisiert wird. Für uns sind andere Optionen, wie etwa eine Friedenspolitik mithilfe der Vereinten Nationen, ein Zusammensetzen aller am Konflikt Beteiligten an einem Tisch und diplomatische Optionen vorrangiges Mittel, um die Situation in diesen Ländern zu stabilisieren.